Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde der Zaubererzunft. Ja, ich muss das noch ein bisschen üben, diese Begrüßung zu Battle Mages. Wir sind immer noch in den Orklanden. Und sollen die Städte, also die Altäre der Städte und damit die Städte vor der Verluch reinigen, der auf sie gelegt wurde. In der Hoffnung, dass die Städte uns dann freundlich gesonnen sind. Also erstmal Schullock hier. Wobei wir jetzt gleich schon mal ein riesiges Problem haben. Schullock hat eine Armee zusammengezogen. Die sie jetzt aber ordentlich auf unsere Türen hetzt. Schon erledigt. Immer bereit. Also da haben wir schon mal unsere ersten Truppen verloren. Immer bereit. In Ordnung. Wir gehen. Betrachtet es als erledigt. Okay, jetzt opfern wir erst einmal unsere... Schnell, gehen wir! Schnell, gehen wir! In Ordnung. Also ja, das war nicht wie erwartet. Wir gehen! Dass wir so schnell unsere AB verlieren können. Ganz ehrlich, ich lade da nochmal. Wir dienen dem Kaiserreich. Wer von denen trägt eigentlich den Trank? Meine Mini-Paladin-Truppe. Wir gehen. Betrachtet es als erledigt. Also ja, ich versuche mal, welche rauszuziehen. In Ordnung. Aber es kommt die ganze Betrachtet es als erledigt. Armee vor dir. Jawohl, Herr. Und wir gehen. Schnell, gehen wir. Wir gehen. Was? Wir machen sie fertig. Ja. Euer Feind ist mein Feind. Okay, also... Es klappt etwas besser. Mit Vergnügen. Mit Vergnügen. Ja, ist mir eine Ehre. Okay, wir haben einen Zauberer verloren und sind langsam umzingelt. Wir gehen. Schnell, gehen wir. Auf zum Sieg. Schon erledigt. Wir haben den zweiten Zauberer verloren.
Okay, wir haben den Heiltrank verloren. Ich frage mich, ob es nicht das Klügste ist, erst einmal. Den rauszuwerfen und ihr sammelt den ein, weil ihr seid die schnellste Einheit, die wir haben. Ja. Also ja, wir werden Einheiten wohl verlieren oder opfern müssen. Allerdings hoffe ich halt, dass wir das ein bisschen jetzt einreduzieren können, dadurch, dass wir die Speer gleich zum Altar hochschicken, dass sie ihn reinigen. Euer Feind ist mein Feind. Mit Vergnügen. Hey, diesmal sind keine Ogre dabei. Meine Einheiten werden angegriffen. In Ordnung. In Ordnung. So, so haben wir zwar keine Erfahrungspunkte hier raus gewinnen können, verlieren aber dafür nicht unsere gesamtes und unsere gesamten Truppen. So. Dann können wir uns jetzt mal hier drüben umgucken. Oh, Zombies, hi. Das ist also eine Zombie-Höhle mit wenig Truppen. Aber ja, so können wir wenigstens zufrieden unsere Truppen behalten und müssen nicht auf Orks zurückgreifen. Mit Vergnügen. Ja. Jawohl. So, da ist eine Mühle. Das heißt, wir gehen jetzt hinten an der Stadt vorbei. Mit unserer Truppe. Hier sind immer noch welche vergiftet. Ich werde jetzt erstmal weiter Führerschaft und magische Fähigkeiten ausbauen, weil wir sind ja eigentlich ein Armee-Zauberer. Und? Ja, die haben ein Angebot für mich. Wir können hier die Ressourcen verkaufen, die wir bloß rumschleppen. Wir haben halt auch den kleinen und feinen Nachteil, dass wir nicht ganz bei voller Stärke sind. Das macht
Hier ist ein Steinbruch. Daneben ist eine Höhle. Die von schwarzen Kriegern angegriffen wird. Oh, das ist nett. Schwarze Krieger sind so gesehen die Elite Untoten. Und die wohnen wohl in der Chaos-Magie-Quelle. Ah. Aber jetzt erstmal hier die Skelettkrieger loswerden. Was ich halt auch sagen muss, was ich so richtig geil an Battle Mages finde, ist, dass es zwar ein Squad-basiertes Armeesystem ist, allerdings jede Einheit wirklich immer noch als eigene Entität zählt. Also ihre persönlichen Lebenspunkte haben. So, dann geht's jetzt mal auf die schwarzen Krieger los. Jetzt, da ich alles beendet habe, kann ich mich auf den Weg zum letzten Altar machen. Schon erledigt. Wir dienen dem Kaiserreich. Also die schwarzen Krieger sind schon ein guter Erfahrungspunktgeber. Meine Einheiten werden angegriffen. Ja. So, Aufträge. Altar der Stadt Larvok. Wenn wir den zweiten Altar ebenfalls von dem Fluch befreien, steht Kaka ohne seine Armee vom Wahrsiegen da und es wird nicht schwer sein, ihn zu ergreifen. Mhm. Immer bereit. Viel Gold hatten sie nicht, allerdings und? Sehr viele Erfahrungspunkte, muss ich sagen. Was? Schon erledigt. Jawohl. So. Dann haben wir jetzt hier noch eine Chaosquelle, die natürlich von niederen Dämonen bewacht wird, also von einem niederen Dämon. Aber ja, gut, okay, es sind drei Truppen Defender gewesen. Chaos-Magie-Quelle, da zeigt mir die Quelle da oben an. Sonst hätte ich mir wirklich die Mühe machen können, hier ein bisschen zu farmen. Wenn es mehrere Truppen Angreifer gewesen wären, aber es war nur ein Trupp und ja, gut. Über 4 Minuten zu warten jedes Mal, um einen neuen Trupp zu spawnen, ist dann auch wieder nicht so praktisch. So, jetzt fehlt noch die Chaos-Magie-Quelle. Von einem niederen Dämon gehalten. 2 sogar. Also der eine ist ja, ja gut, der ist Defender.
So, aber das hat mir sehr viele Erfahrungspunkte gebracht. Deswegen kann ich jetzt mal meine Führerschaft nochmal um 1 steigern. Und danach sind mal wieder meine Fähigkeiten dran. Also meine Führerfähigkeiten. Also militärische Fähigkeit, nicht magische Fähigkeit.